Hallo Messebegeisterte, ich bin der Sergei von eBay Shop Sportatlantis. Heute möchte ich wieder ein kleines Video drehen. Und zwar, es geht um Folgendes. Es gab viele Anfragen bezüglich Fischer- oder Anglermesser. Und ja, man hat halt gefragt, was würde ich empfehlen, ja, für so einen Angler halt oder für einen Fischer, was für ein Messer würde ich empfehlen. Also ich habe in meinem eBay-Shop habe ich da einiges, was man als Fischmesser oder Anglermesser benutzen kann. Heute möchte ich euch jeweils zwei Modelle zeigen. Das sind meine persönlichen Favoriten. Also zwei Modelle und jedes Modell mit zwei unterschiedlichen Stellen. Also erstes Modell. So, das ist so, das ist Leopardmesser aus Bulatstahl, Wutz, Schmelzdamast, wie das auch genannt. Wie dieser Stahl, übrigens, wie dieser Stahl hergestellt wird, kann man dann auf der eBay Shop Seite. In der Beschreibung von diesem Messer kann man dann genau einsehen, es ist dann genau beschrieben, wie so ein Bulatstahl hergestellt wird. Genau, das ist jetzt ein Leopardmesser aus Bulatstahl mit karelischer Maserbirke, Duraluminium vorne und hinten und schwarze Hartplastik-Einsätze. Ja. 64 Rockwell gehärtet, richtig scharf und mit einer typischen Lederscheide. Das ist übrigens, dieser Stahl ist sehr, sehr rostträger Stahl, weil das so um die 11 bis 12%, also etwa 11% Chrom, also in diesem Stahl vorhanden ist. Ja? Ab 13% gilt es als rostfreier Stahl. Also dieser Stahl hat etwa 11%, 11 bis 12% Chromgehalt und deswegen ist es sehr, sehr rostträger, also fast, wie sagt man, rostfrei. So. Das ist auch ein Leopardmesser mit einem günstigeren Stahl. 400C Stahl, absolut rostfrei. Genau. Und das ist Holz, Bobinga nennt sich das Holz. Und das ist afrikanische Rosenholz. So sieht es dann aus. Also absolut empfehlenswert für Angler, Fischer. Auch eine Lederscheide dabei. Scharf. Das sind die zwei. Jetzt komme ich zu diesem Modell. Das ist Forelle mit Runenschrift. Das sind skandinavische Runen. Heißt, Moment, die Schärfe ist, heißt Forelle. Also dieses Modell ist wiederum 440C Stahl, rostfrei mit dieses afrikanische Bubinga Rosenholz. Dann hier Duraluminium vorne und Hartplastikeinsatz. Ja, genauso scharf und wieder so eine unkaputtbare, sage ich mal, Lederscheide mit dabei. Also das ist jetzt speziell als Fischmesser konzipiert, zum Beispiel, ja, mit der Spitze, ja, wenn man dann Fisch dann ins Herz töten muss. Ich bin übrigens auch ein Angler.
Ja, und in Deutschland vorschriftsmäßig dann erstmal betäuben, wie man weiß, und dann ins Herz stechen. Also mit dem Teil, ja, absolut empfehlenswert. Und als rostfrei sowieso. So. Dann das gleiche Modell wie der Forelle. So. Als Bulatstahl. Mit dieser besonderen Musterung. Ja, das ist Schmelzdamast, das ist dann, diese Musterung entsteht, wenn man diesen Stahl praktisch in die Säure reinmacht, so ähnlich wie bei Damast auch, dann entsteht diese Musterung. Ist auch Forelle mit Runenschrift. So, das ist Birkenrinde. Fast wartungsfrei und wieder Duraluminium vorne, hinten. Ja, das bekommt keine Patina oder sowas. Also, ja, also absolut empfehlenswert. Also, ja, schon fast ein Muss für einen Angler. Auch als Bulatstahl. Sehr schnitthaltig. Die Messerscheide ist auch dabei. So, also alle diese vier Modelle werde ich jeweils einen Link in der Beschreibung reinmachen. Aber einfach abonnieren. Also wenn jemand was immer wieder, weil man was Neues erfahren möchte, dann einfach abonnieren. Und ja, auf dieser Stelle sage ich Dankeschön und tschüss.